So. Ah, ich habe Lust auf Trauben. Ich habe welche für dich. Was? Bin aber zu faul, um aufzustehen. Ich mag Trauben nicht so gerne. Ja, und dich zu raiden ist lustig. Und wenn deine Eier Traubenform haben, solltest du vielleicht zum Arzt. Schön glatt. Eher Schokobons. Okay. In groß. This Chat Quality, I like it. Es ruckelt, Codierung überlastet, ich fühle dich. Warum? Weißt du, da kaufst du einen PC für 3000 Euro. Es wird ja jedes Mal teurer, wenn ich den erwähne. Damit Codierung überlastet nicht mehr passiert. 1,5 Jahre fast funktioniert's. Und dann denkt sich so: Resident Evil 7, allow me to introduce myself. And fuck your Codierung. Ah, was willst du machen? Oh, zum Glück verschlossen. Ah, ist bestimmt jedes Stockwerk offen und ich muss 3000 Kilometer, Quadratkilometer hier erkunden. Gar keinen Bock drauf. Ich guck erstmal theoretisch, wie weit wir hier noch nach oben können. Okay. Ende. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Meh. Watch it. What? Why? You need to remember so we can be a family. Oh nee. Ob das noch funktioniert, so vollgeschmiert wie das ist? Wobei muss eigentlich nur das Band in der Mitte sauber sein, ne? Ups. Ja. Als ich noch jung war, ne? Hab ich auch noch VHS-Kassetten geguckt. Hab ich wirklich. Rückspulen nicht vergessen. Aha. Anders als heute vor, wo. Wo wir unsere Stühle gesprochen haben, ja. Infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. Noch war er flüssig. Alan Wake sieht halt echt so aus. Ein bisschen. Sieht aus wie Alan Wake in Control. Ja, it is your fault. Oh, Spoiler. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you. It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here, take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie, where are you? Du verstanden, ich kann schon spielen. Spiel ich jetzt hier Margarita? Ich glaube schon, ne? Pizza Margarita mit Mozzarella. Okay, tut mir leid. Jo. P19, moin. P19 Main in W2. Ne, ist eine P90. Egal. Abteilung für Spezialeinsätze. Liza, Ellen Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Oh. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Ihre lauten deshalb, achso. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Okay. Okay, interessant. Verreisen wir mit einer MP19. Ja, ich entschuldige mich auch noch einmal für die Lags. Es gibt halt keinen Grund, ne? Es ist einfach. Es passiert einfach. Es gibt keinen Sinn, dass es passiert.
weil letzte Woche ging alles Wunderbärchen und heute denkt sich Twitch sag ich schon. OBS einfach so, nö. Aber ich glaube tatsächlich, ich sehe das so leicht im Hintergrund. Ich glaube tatsächlich, ich sehe die Lags in OBS krasser, als sie übertragen werden. Und dementsprechend wahrscheinlich auch aufgenommen werden. Aber trotzdem sind sie da. Aber naja, ist dann halt so. Ich habe mich den PC getauscht. She's close. Okay. Pillen! Drogen! Ich weiß nicht genau, was mein Auftrag ist. Ich habe zwar gelesen, aber ich kann nicht lesen. Also ich lese Dinge, aber ich verarbeite sie meistens nicht. Das ist immer mein Problem. Ganz allgemein. Die ist immer noch zu, Leon. Öffnen sie sich nicht von ganzer Hand, wobei. Schapapapadapap. Ich bin ein bisschen müde irgendwie. Weiß ich gar nicht warum. Ausgeläutetes Hunting Life, ganz for the Avid Hunter. Alter, dieser Gang hier tötet das Spiel auf jeden Fall auch gerade. Ich versuche möglichst wenig Zeit hier dann zu verbringen. Oder immer an die Wand zu gucken, dann ruckelt es nicht so. Jetzt wieder, oh Gott. Ohr tut auch ein bisschen weh. Es könnte an der Mütze liegen, die schon mit dem Kopfhörer den ganzen Tag raufdrückt. Weil meine Haare sehen halt heute wie Gülle aus. Und deswegen habe ich mir eine Mütze aufgezogen. Abteilung für Spezial. Ich bin dumm. Okay. Hä? War das mir verschlödelt oder bin ich hier einfach nur nie lang gegangen? Ich Hornochse. Mit meinem wäre es noch schlimmer. Evelyn finden, ganz aus The Patriots. Doch gut, wäre jetzt schön. Am Samstag ist kein Stream, ne? Nee. Diese Woche nicht. Eine Woche Pause mindestens. Mit Dark Moon Scheiß. Jetzt bin ich aber doch ein bisschen konfus, weil da komme ich ja. Oder komme ich hier einfach schon rein? Nee. Hier, wie brummt man hier wieder? Ja, toll. Okay, okay. Boah, geil. Ist das ein geiles Erlebnis. Die Jugend überlastet. Naja, solange jetzt beim nächsten Let's Play, was dabei startet, alles cool ist, schon okay. War das Stormy erst in ein Jahr her. Ja. Legendärer Stream oder so. Naja, eigentlich nicht, war voll langweilig. Nein, war ganz lustig. 2,5 Stunden habe ich gebraucht. Allem zusammen. Okay, ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich war doch jetzt überall. Oder soll ich mir einfach wirklich hier die ganze Zeit... Steht die hier irgendwo rum und ich muss sie zufällig abfangen und die flüchtet einfach die ganze Zeit vor mir. Ach so. War das denn gut? Ja, doch, irgendwas war da, ne? Oh. Ich bin Doom. Okay. She's vomiting. Damn, we'll have to reset. How's it going? She's vomiting.
far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. All right, we need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Das ist auch kein Meme geworden ist. Sie kotzt mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Ich habe gerade nicht aufgepasst, was muss ich... Scheiße! Mann, ich bin müde, ich bin ins Bett. Ich hasse Resident Evil, scheiß Spielreihe. Ich hab gerade echt nicht aufgepasst. Warum habe ich nicht aufgepasst? Ja, Arschloch. Warte mal, wir haben doch hier. Ja, toll, danke. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf neue Miraculous-Folgen. Ich habe es ja dann nicht mal gegoogelt. Mir kam auf jeden Fall das Aussehen dieser Hauptcharaktere bekannt vor. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Ich selber kann mir das nicht vorstellen. Viel Spaß daran hätte, das zu gucken. Also vielleicht doch, keine Ahnung. Dafür bin ich jetzt nicht so ansprechend aus. Ich bin halt unfassbar männlich, deswegen gucke ich nur männliche Sachen. Man kennt es. Boah, dieser Gang tötet einfach alles. Es ist schrecklich. Thema an meinem Kollegen hier. Ich erschieß mal meinen Kollegen. Hat ja keinen Sinn mehr. Ellen. Der lange Gang. Wo kommen die denn? Dinge, das Minecraft-Video. Ey, ich bin gerade echt dumm. Hä? Oh. Einfach zufällig wohl stehen geblieben. Aber das ist ja toll. Ach so, nee, jetzt bin ich auf der anderen Seite, ne? Am 27. kommt die erste Folge, die vierte Staffel in DE. Der Shanghai-Film kommt auch noch irgendwann. Der ist nicht schnell. Nicht erschrecken. Ah! Geht wieder. Oh. Tja. Der Controller ist gerade ausgegangen. Wahrscheinlich auf den Knopf hier drauf gekommen, wenn man den ausmacht. Lull. Hallo David übrigens. Ich ducke mich. Hilfe. Alter. Wie macht man den GIFs in Twitch? Hab ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie erlebt. Ich kann ja erstmal hier die Bude öffnen, ne? Eigentlich mal hier so zack, hallo. Und jetzt? Ich hasse das Spiel! Ich kann es aber nicht wegballern oder so, oder? Das wäre zu simpel. Templar und Tempo. Na, ich hab schon. Wichtigstes Emote. Bei mir sehe ich das GIF auch nicht. Ja, was auch immer. Also hier im Dings wird das sogar als GIF angezeigt. Das ist so super. Vielen Dank, Streamlabs, glaube ich, ist das, ne? Nee, doch. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube. Boah, diese Ruckler! Ich hasse es. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hilfe. Fuel. Vielleicht würde ich das auch als GIF sehen in OBS. Vermutlich. Aber ich sehe es auch im Dings als GIF. Auch im Browser. Ich möchte doch gerade einfach nur. Kann ich jetzt gleich ins nächste Stockwerk? Wuhu! Der Codierungsgang immer wieder am Start. Ah, okay.
Boah, bin ich gerade verwirrt einfach bei diesem, bei dieser Stelle hier. Raus hier ist mein Fahrstuhl. Ich habe mal gedrückt, vielleicht ist es zwei der coolere Gang, ich weiß es nicht. Bei OBS habe ich ja noch andere Einstellungen. Raus mit der Viecher. Mein Fahrstuhl. Maximalgewicht erreicht, überlastet. Absturz. Erinnere mich aber gerade echt an, Revelations. So auf dem Schiff unterwegs und man kann sich wehren mit Wummen und so. Nicht mehr so wie Horror. Mehr ballern. Hat was davon. Echt sehr merkwürdig, dass Resident Evil 7 mich an Resident Evil Revelations erinnert. Abstrakter Gedanke, ich weiß. Mann, ich will mich nicht erschrecken, weil ich schreie dann wirklich. Ein, was? Bettner? Ball. Waffner, Bassner, nee. Da einfach nur verhauen auf der Tastatur. Wollen wir mal überprüfen, was ist auf der Tastatur daneben? Bombe! Bombe! Geil. Okay, doch nicht. Okay. Aber es ist nett, dass es hier auch mal eine Passage gibt, die dann eher so die modernen Resident Evil ist, nämlich das hier. Lul. Ich bin auch verwirrt. Wir alle sind verwirrt. Ein bisschen. Bam. Boah, ich dachte, ich drehe jetzt richtig geil die Türen auf, aber nö. Renn aber nur durch. Dass sich ein Resident Evil an einen Resident Evil erinnert, ist schon wild. Ja. Kann ich da nicht Messer reinstecken? Nur einen Lümmel reinstecken? Ach nee, ich hab gar keinen Lümmel. Helen, I think she's on the other side of this door. But I don't have a key. Try to melt down the lock. You're on the bottom level, right? Check our luggage. Gut, 13 Sekunden Anrufe. Also ich spiele jetzt gerade Mia, ne? Habe ich auch verstanden. Ich dachte tatsächlich zuerst am Anfang, als wir die gesehen haben, es ruckelt. Woohoo. Das ist Jack und Kollege werden. Kollegin Margarita, die irgendwie spielen, aber nein, ich bin Mia. Schon klar. Aber, wollte ich jetzt gerade sagen. Wann spielt denn das hier gerade? Ist jetzt, bevor sie Ethan kannte, ist es jetzt irgendwie hier so Vorgeschichte von ihr, dass sie doch irgendwas damit zu tun hat? Wahrscheinlich. Also nicht Spoiler an der Stelle, ich will es schon irgendwie halbwegs selber rausfinden, vielleicht, falls ich es rausfinde. Aber, für sie es waren. Ätzmittel. Echt ätzend. Gott. Eine starke Säure, die bestimmte Metalle auflösen kann. Ja, moin. Alles klar. Ja, braucht schon Kreditkarten, wenn man das hat. Ellen, wo ist der Schlüssel? Hier, kann lachen. Ich sage mal, dass Mia 3 Jahre verschwunden war, bevor er denn hinter Head ist. Das wissen wir. Du meinst Ethan, ne? Nochmal zur Aufklärung. Badner gleich ein Mensch, der im Westen von
Badner. Badner, mein Gott. Baden. Wo im Berg lebst. And I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just come back with me. Right now. Okay? Und sagen, würde ich mir wahrscheinlich aussehen über meine Hand kippen. Interessant, das ist ein Badner. Ich bin ein Schwab. Doch, wenn man Batman oder so. Schwab. Schwäble. Auf jeden Fall ist schwäbischer Dialekt der lustigste, den es gibt, aber ich kann ihn nicht. Manchmal ist es auch echt anstrengend, aber er ist auch lustig. Also wie ist das genau? Also im Westen ist Baden und im anderen Teil der Rest ist dann Schwaben oder was? Ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß, es sind eigentlich zwei verschiedene, ja, wahrscheinlich Dingenskirchens mal gewesen. Reiche. Ne? Vor Deutschland und so. Vor deutsche Nation. Deswegen können die sich nicht so ab und deswegen herrscht immer Krieg zwischen denen. Der halt ganz schön bescheuert ist, aber... Ich weiß nicht genau, was ist da so unterschiedlich zwischen denen. Ach, hi. Hallo, Alma. Wenn man Alma auf Wish bestellt. Du kannst den saarländischen Dialekt. Ist ja auch was. Yes, but she ran off. Ich bin ein Berliner. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Wie gesagt, ich kann drei Sätze Plattdeutsch. Are you okay? Hey, der Anruf war 2 Sekunden länger als der letzte. Gut, Leon, dann babble ich dich in Schwäbisch an. Ja, bitte. Alter, diese Lags, ich kotze im Strahl. Plattdeutsch ist ja fast wie Niederländisch. Das kann sein. Ich weiß nicht, ich habe das ja schon mal gesagt, dass wir in meiner Kommilitonengruppe bin ich halt so... Achso. Ich bin kulturlos, wie ich immer gerne sage. Zumindest in der Hinsicht, dass ich einfach keinen Dialekt spreche. Weil ich habe da auch zwei, die halt aus Baden-Württemberg kommen. Ich weiß nicht von wo. Weil ich auch immer gerne Schwäbisch reden. Oder Badisch, was auch immer, weiß ich doch nicht. Alles komisch da unten. Einer aus Bayern, der in Bayerisch sprechen kann. Einer aus Berlin, der schön Berlinern kann. Und na gut, einer aus dem Ruhrpott. Er kann, glaube ich, auch nicht so wirklich Dialekte. Und ich bin dann so, hallo. Ich habe mein ganzes Leben Hochdeutsch gesprochen und alle Leute, die ich kenne, sprechen Hochdeutsch. Bei mir gibt's keinen Dialekt irgendwie. Nur Plattdeutsch, was eigentlich seit 100 Jahren tot ist. Und irgendwie nur noch alte Menschen sprechen. Meine Eltern können halt nicht mehr Plattdeutsch. Richtig. Nordwest, Baden, Ost-Süd-Schwäbisch. Baden, Schwäbisch in Streit. Ja, ja. Die Schwäble. Ich wohne mittendrin. Ich habe auch keinen Dialekt. Ruhrpott zählt als nicht existent, denke ich. War es echt lustig, wie die in Berlin reden. Und dann komme ich. Berlinern kann auf jeden Fall was. Sagt die Zeit eigentlich. Ja, die Folge ist eigentlich auch schwer vorbei. Dann beenden wir mal hier. Wie viele Folgen kommen jetzt noch? Ein oder zwei? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wollen wir mal kurz nachgucken? Wir gucken mal kurz nach.